So, damit ein recht herzliches Willkommen wieder zu einer weiteren Folge Outlast. In der letzten Folge sind wir hier angekommen. Wir müssen irgendwie in die Duschen. Oder zu den Duschen. Falls ihr verpasst habt, schaut euch nochmal die letzte Folge an. Und wir machen jetzt einfach mal ab hier an weiter. Und gucken, wo uns das Ganze hier so... hintreibt. Okay, ich soll anscheinend da runter. Da will ich aber noch gar nicht runter. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier lang, um zu gucken, ob wir hier noch was finden. Das hört sich alles nicht gut an. Ist nicht... Duty. Okay. Wir kommen hier nicht durch. Das ist schon mal... hier könnten wir uns verstecken. Das ist auch gut zu wissen. Okay, da könnten wir uns Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Hallo? Hallo? Ist hier wer? Oh, hier liegt eine Batterie, oder? Oh ja, Batterie. Hallo? Oh nee. Oh nee. Ich hier rüber? Ja. Oh nee, ich will nicht da runter. Ist doch nichts gutes. Warum gehe ich als Journalist eigentlich keinen anständigen Beruf nach? Also nichts gegen Journalisten, aber als Enthüllungsjournalist, Alter, da hat man ja gar keine Lust. Hallo? Wo bin ich? Neues Ziel für einen Weg aus der Kanalisation. Okay. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ist. Okay. Es ist eingestürzt. Aber der hier hat jetzt nicht irgendwie was fallen lassen? Nein. Ja. Ja. Weil es sieht alles nicht sehr toll aus. Okay, hier scheint auch Sackgasse zu sein. Okay, gut zu wissen. Das heißt für mich, da geht's gar nicht weiter. Gibt es denn hier noch irgendwas zu finden? Ey, diese Geräuschkulisse. Ist ja mal... Hallo? Mister? Alles safe? Alles okay?
Oh nein, das sieht doch nicht. Ladebildschirm. Okay. Dope. Sind hier irgendwelche Batterien, die wir so finden und mitnehmen könnten? Bin völlig angespannt, wa? Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber mir geht's gerade nicht so gut. Was ist da? Okay. Also hier liegt noch ein Dokument. Oh Gott, von da oben könnte auch was kommen. Dann lass uns noch mal kurz ins Dokument reinschauen. Mit Bleistift auf der Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstück des Patienten Vater Martin Archimbaud. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des War Riders. Das Evangelium des Sandes. Des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort. Sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Für die keine Strafe zu hart ist. Nicht kleine. Ja. Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Warte mal, gibt's hier noch Batterien? Ich brauch unbedingt Batterien. Hä? Laufe ich jetzt hier im Kreis, oder? Ja, lol, ich hab's gar nicht gesehen, hier wo ich vorhin hier lang gelaufen bin, dass das hier noch links und rechts wieder abgeht. Okay. Sind nur Batterien? Nee. Er speichert. Hello. Noch lower. Also es geht noch weiter runter in. Dreht zwei Ventile auf, um das Wasser abzustellen? Was für ein Wasser? Das Wasser. Okay, verstehe. Jo, dann lass uns da mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir sind. Keine Ahnung. Wo sind wir? Ah! Female Drain und. Prison Drain. Also sind wir ja wirklich hier vorne. Das heißt, wir müssten jetzt einmal durchgehen. Alter, da hinten lang. Oh ne, da kommen wir ja gar nicht lang. Das heißt, erst links, mal geradeaus. Bis wir nicht mehr weiterkommen, dann rechts und dann rechts. Und das andere ist natürlich genau die andere Richtung. Und lass mich raten, daraufhin werden wir ein paar Freunde finden. Genau. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay, hier komme ich auch nicht, ne? Scheiße. Lass mich in Ruhe. Hier komme ich nicht. Hier auch nicht. Thank you.
war ein Satz mit X, das war wohl nix. Oh, Scheiße. Ja, was mache ich jetzt? Was? Wie? Kann ich mich auch richtig hinlegen? Nee, kann ich nicht. Okay, nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz. Also, wenn wir jetzt da lang gehen. Ich weiß nicht, wie ich mich vor dem verstecken soll. Vor... Das ist doch riesig. Und wenn ich den Weg irgendwie wüsste, kann ich nicht einfach tauchen gehen? So. So, warte mal. Wir müssen welchem Rohr folgen? Wir folgen jetzt dem... Ja, folgen wir jetzt erstmal dem Prison Rohr? Okay, komm, wir probieren es mal. Hallo. Okay, du bist jetzt da. Ich müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, geradezu durch. Richtig? Ja, richtig. Er ist jetzt da. Gott, der geht nicht so weit. Der geht nicht so weit. Der geht wirklich nicht so weit. Scheiße. Geht der mal nur bis zum Eingang oder geht er richtig rein? Habe ich ihn jetzt ausgetrickst? Ich hätte gerne Karte. Da muss ich lang anscheinend. Wo ist er? Ah, da sehe ich nichts. Wenn ich jetzt wüsste, wo er steckt. Hallo! Und auf Wiedersehen. Okay. Das war knapp. Das war ganz schön knapp jetzt. Kann man mal so sagen. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein. Warum auch? Okay, komm, wir drücken jetzt hier das Ventil. Damit wird er uns wahrscheinlich gleich jagen. Alter, ist ja mega intens. Okay, wir haben zumindest schon mal... Da ist er. Ein Ventil hier schon mal aufgemacht. Okay, schon mal save. Gott, schnell weg hier. Schnell. Run, boy, run. Alles zu. Trophäe! Durchgespült! Haha! Warte mal hier an.
Was? Wo bin ich? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Okay, hey, du, ich meckere nicht rum. Ich bin zwar gestorben, aber der Typ ist weg und die Leiter ist hier frei. Und ich kann nicht nach unten gucken, was mich schon wieder völlig fertig macht. Hallo? Wow, Alter, das ist ja, ja und? Also okay, wir sind von da gekommen. Er nimmt ein Bad. Ist okay. Kann man machen. Wie können denn bitte hier so viel Leichen sein, wenn hier so viel Wasser vorher war? Okay. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Die haben aber auch in der Kanalisation echt gut entsorgt. Muss man ja mal sagen. Okay, hier geht's wieder nach oben. Jetzt ist die Frage, möchte ich das? Kann ich nicht einfach über die Klippe... Nope. Kann ich nicht einfach über die Kanalisation einfach abhauen? Was war denn das für ein Gesicht gerade? Oh nee. Ziel, finde den Weg aus der Kanalisation. Schon wieder. Da war ich doch. Hallo? Admin-Block. Admin-Block, das hört sich ja schon mal nicht verkehrt an, ne? Administration? Könnte man eventuell ganz schnell wegkommen. Könnte. So wie ich unser Glück kenne? Nicht. Ja, ja, der Doktor ist dead. Der Doktor ist dead. Oh, wo geh ich denn jetzt hier runter? Warum? Warum? What? Male Ward? Female Ward? Hallo? Nö. Nö, 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 nö. Da gehen wir lieber nochmal nach oben. Und gucken erstmal hier oben, was wir hier oben noch eventuell so finden. Wo ist er hin? War ja nicht nur gerade hier einer da? Hallo? Da ist noch eine Batterie, ne? Bitte, 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 lass eine Batterie sein. Ja, das ist eine Batterie. Okay. Jetzt haben wir wieder vier Batterien. Batterien sind hier super wichtig. Ja, wirklich. Also. Da kann man sagen, was man will. Batterien sind must have in diesem Game. Extrem. So. Male Ward, Female Ward. Ich habe ja die Hoffnung, dass wenn wir bei Female Ward hingehen, dass der Gegner nicht so stark ist. Haha.
Ja, kommen wir nur nicht dahin. Was ist jetzt eigentlich mit diesen zwei Zwillingsbrüdern da gewesen, die uns ja gerne von oben nach unten... aufschneiden wollen? Nein. Okay. Hallo? Hallo? Ja, wir sind jetzt gerade übervorsichtig, aber ja, bitte nimmt mir das nicht übel. Das Spiel ist gerade so intens. Also so... ist nicht gerade ganz einfach für mich zu... Was war das? Oh nee. Oh nee. Okay, hier ist nichts. Oh Gott, es ist dunkel. Ohne das Nachtsichtding hier bin ich aufgeschmissen. Oh nee. Was passiert jetzt? Ich kann da lang gehen und ich kann da lang gehen. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Vielleicht sehen wir hier schon mal so einen kleinen Überblick, was uns da so erwartet. Aber wir sehen nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo? Ich bleib erstmal in geduckter Haltung. Fühle ich mich sicherer. Okay, da haben wir gerade rausgeschaut. Oh man, das sieht nicht gut aus für uns. Ey, das ist doch keine Story der Welt wert, sich so einem Szenario auszusetzen. Okay. Machen wir ganz kurz mal Batteriewechsel. Guck nochmal ganz kurz durch die Tür. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt ganz nah rangehe? Hallo. Alter, guckst du nur blöd, ne? Alter, du siehst so scheiße aus. Okay, komm. Dann gehen wir mal hier im Sneak-Modus lang. Weil ich sehe doch schon kommen, die Kisten sind doch so aufgereiht, dass ich nicht durchkomme. Aber ich gleich gejagt werde. Ist da Sinn und Zweck der ganzen Aktion hier? Das ist doch Sinn und Zweck, oder? Ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn einfach die Tür aufgeht. Wir aus diesem Nervenklinikum-Dingensmoment da rauskommen. Einfach so. Just for fun. Und ich würde sagen, es gibt keine Story. Ganz einfach. Können wir uns darauf einigen? Hallo? Okay, warte. Anscheinend ist erstmal safe. Wohlbemerkt, anscheinend.
Können wir hier noch was machen? Nein, hier können wir nichts machen. Oh, ich höre doch hier irgendwo Gekrummel, ey. Was war das? Okay, hier könnte ich runter und da oben könnte ich hoch. Jetzt ist die Frage, was macht mehr Sinn? Wir gehen erstmal hier hoch. Um zu gucken, ob wir hier hinten noch was übersehen haben. Okay. Hier gibt es noch ein Dokument. Das nehmen wir uns mal. Und immer wieder drücke ich die falsche Taste. Bin schon schwach, kalt. Es blutet immer noch, aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Roar Rider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Sie wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hülle. Okay. Also ist hier beschissener Stuff passiert. Gut. Batterien haben wir leider hier keine mehr weiter gefunden. Mich stimmt es gerade noch ein bisschen ungut, dass ich hier reinkomme. Aber vielleicht finden wir ja hier oben noch eine Batterie. Oder auch nicht. Oder nicht. Aber vielleicht finden wir hier... Hallo? Kannst du mal hier hochklettern? Ey, die Steuerung ist manchmal ganz schön... hakelig. Okay, wir haben noch eine Batterie gefunden. Wir wechseln jetzt einmal wieder die Batterie. Die Batterie ist... hart. Okay, also hier gibt es nichts weiter zu finden. Das heißt für mich erstmal, wir können da hinten wieder runter. Also hier. Und hier gehen wir nächste Folge rein. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß bei der Folge und schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal reingehauen.